folgen. Wir haben gesehen, dass es eine riesengroße Bewegung gegeben hat für die Unabhängigkeit von Katalonien. Und ich bin heute besonders froh, dass mit Borja Latorre Campos jemand da ist, der an führender Stelle diese Bewegung mitgemacht hat. Und ich bin auch dankbar und froh, dass er hier ist als jemand, der sehr genau weiß, was dort passiert ist. Als jemand, der bis vor einer Weile der Generalsekretär der Gewerkschaft der Studierenden, der Schülerinnen und Schüler, der Sindikatos de Estudiantes gewesen ist. Und der auch im Moment Mitglied unserer Schwesterorganisation der Izquierda Comunista in Katalonien ist. Und deshalb freue ich mich, dass er heute da ist und hier sprechen soll. Genossinnen und Genossen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann mit euch allen. Además, es un placer. Sí, es un placer poder estar con todos vosotros, compañeros y compañeras, una tierra de revoluciones. Also hier sein zu können in einer Zeit von Revolutionen. En primer lugar, mandaros un caluroso saludo desde todos los compañeros y compañeras del Sindicato de Estudiantes y de Izquierda Revolucionario, tanto de Cataluña como del resto del Estado. Und ich möchte euch auch Grüße schicken vom sowohl der Schülerinnen und Schülergewerkschaft als auch von der Revolutionären Linken, Izquierda Revolucionaria, sowohl aus Katalonien als auch aus dem spanischen Staates. Creo que en este fin de semana podemos aprender mucho de todas las luchas encomiables que estáis llevando aquí adelante, como la lucha que se comentaba de aquí de la sanidad. Wir können auch über dieses Wochenende viel lernen von auch den Kämpfen, die hier stattgefunden haben, wie zum Beispiel der Kampf in den Krankenhäusern und im Gesundheitswesen, der hier auch schon erwähnt wurde. Y espero que durante también mi intervención pues pueda humildemente colaborar al debate general que estamos teniendo hoy este fin de semana para cómo conseguir un mundo mejor. Und ich hoffe also auch mit meinem Beitrag weiterleiten zu können, die Diskussion, die wir führen, wie man eine bessere Welt gewinnen kann. Cómo seguir construyendo la urbanización que necesitamos para acabar con la represión, para acabar con los recortes y las políticas injustas del sistema capitalista y para seguir avanzando, ¿no?, hacia una democracia real. Und auch dazu beitragen kann, zu klären, wie man eine Organisation schaffen kann, die eben den Kapitalismus überwinden kann, die Repression dann auch beenden kann und zu einer wirklichen Demokratie führen kann. Actualmente en Cataluña estamos recibiendo la ofensiva antidemocrática por parte del Estado español más grave desde la caída hace 40 años de la dictadura fascista de Francisco Franco. Und in Katalonien finden gerade die stärksten Angriffe statt, also vom spanischen Staat, seit dem Fall der faschistischen Diktatur vor 40 Jahren. Registros policiales en imprentas de periódicos sospechosos para el Estado de estar colaborando con el referéndum del 1 de octubre. Es finden Polizeirazzien statt in Presse, also Presseverkaufsstellen, die eben vielleicht Material verkaufen könnten, das für das Referendum ist. Detenciones de activistas por colgar carteles en la calle a favor del referéndum. Aktivistinnen und Aktivisten, die einfach nur Plakate kleben fürs Referendum auf den Straßen, werden verhaftet. Violencia policial. Und Polizeigewalt überall. Eliminación de la cierta autonomía que Cataluña tenía. Und das bisschen Autonomie, was eben Cataluña hatte, wird praktisch weggewischt. Y encarcelamiento de los dirigentes independentistas, de asociaciones y partidos políticos, como bien sabréis, ¿no?, con el nuevo visitante. Und eben führende Politiker von politischen Parteien und Organisationen, die für die Organisation, für die Unabhängigkeit sind, werden auch eingesperrt. Estamos recibiendo esta ofensiva por parte del Estado, del gobierno del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, la nueva formación política de derecha, y también de los dirigentes del PSOE, la socialdemocracia española. Und diese Repression geht sowohl vom Staatswesen aus, des spanischen Staates, als auch von der Regierung der Partido Popular und die Führung der PSOE, also der Sozialdemokratie in Spanien, und auch von Ciudadanos, der neuen rechteren Partei, sind auch mit dabei. Pero también de los jueces, de los fiscales, de la jefatura militar y policial. Oder auch die Justiz,
Die Richter und die Staatsanwälte sind dabei und auch die Militär- und Polizeiführung. Wir müssen uns fragen, warum der Staat español actúa con tanta violencia y por qué lo hace ahora. Und wir müssen uns fragen, warum handelt der spanische Staat gerade so und warum mit solcher Gewalt? Y la respuesta es porque el pueblo de Cataluña se ha levantado contra la opresión nacional que ejerce el Estado español. Und es ist eben weiter, dass heute der Bundes erhoben hat gegen die staatliche Repression und gegen die Unterdrückung, die seitens des spanischen Staates stattfindet. Un Estado que no reconoce a Cataluña como nación. Also, der spanische Staat erkennt Katalonien nicht als Nation an. Que ataca al catalán. Greift die Sprache catalán an. Y que se opone al pueblo de Cataluña pueda decidir libremente qué relación quiere tener con el resto de pueblos que forman actualmente el Estado español. Und der eben dagegen ist, dass das katalanische Volk frei entscheiden kann, welche Beziehungen, welche Art von Verhältnis er zum Rest der Völker im spanischen Staat haben kann. El derecho a autodeterminación es defendido por el 80% de la población en Cataluña. In Katalonien sind 80% für das Recht auf Selbstbestimmung. Pero el Estado nunca ha permitido ese referéndum o ese ejercicio de la derecha de autodeterminación porque es un Estado heredado de la dictadura franquista donde, por ejemplo, se prohibió hablar en catalán. Aber solch ein Referendum, ein wirkliches Referendum, wurde nie zugelassen vom spanischen Staat, eben weil er in der Tradition steht der frankistischen Diktatur. In den letzten Jahren ist die Unterstützung für die Abhaltung eines Referendums stetig gestiegen. Y ha sido impulsado por cada vez más estudiantes y trabajadores que ven la independencia como una posibilidad de mejorar su futuro. Und sowohl Studentinnen und Studenten, Schülerinnen und Schüler als auch von Arbeitern haben sich diesem Streben angeschlossen, weil sie es als ein Mittel sehen, eine bessere Zukunft zu erkämpfen. El independentismo ha crecido por dos motivos. Und die Bewegung für die Unabhängigkeit ist aus zwei Hauptgründen gestiegen. Primero, el ataque del Estado al derecho a autodeterminación. Por ejemplo, algunos políticos de la derecha suelen referir a independentistas como nazis. Also einmal wegen eben der Attacken und dem Angriff seitens des spanischen Staates gegen die Bewegung zur Selbstbestimmung. Nur als Beispiel, manche Politiker nennen eben oder beschimpfen Politiker, die für die Unabhängigkeit agieren, als Nazis. Y el segundo motivo del crecimiento del independentismo son las consecuencias de la crisis económica y de todas las políticas de recortes de los gobiernos que han hecho durante estos últimos años. Und das Zweite ist eben, dass die Auswirkungen der Krise und die politischen Maßnahmen des spanischen Staates, die noch zu einer Verschlimmerung der sozialen Situation geführt haben, auch weiter die Stimmung anheizen für die Unabhängigkeit. Por estos dos motivos, los socialistas revolucionarios participamos en el movimiento de forma activa contra la represión y a favor de la República Catalana. Und aus diesen beiden Gründen sind wir als revolutionäre Sozialisten in diesem Kampf für eine Unabhängigkeit und gegen die Repression des spanischen Staates, für eine katalonische Republik mit dabei. Es un movimiento progresista que se levanta sobre las políticas que es antidemocráticas y antisociales del capitalismo. Und es ist eine fortschrittliche Bewegung, die sich gegen die antidemokratischen und antisozialen Politiken des Kapitalismus richtet. El domingo 9 de octubre hubo un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Am 1. Oktober, am Sonntag, gab es ein Referendum für die Selbstbestimmung in Katalonien. Un referéndum ilegal, porque el Estado no quería permitirlo. Also der spanische Staat hat es eben illegalisiert, hat es offiziell nicht erlaubt. En las semanas previas el Estado envió 17.000 policías para buscar las urnas y las papeletas electorales y evitar la celebración del referéndum. Und in dem Referendum vor herausgehenden Wochen gab es 17.000 Polizeispezialeinheiten, die in ganz Katalonien ausgeschickt wurden, um die Wahlurnen einzusammeln, alles Material, alle Propaganda einzusacken, damit nicht das Referendum nicht, damit es nicht durchgeführt werden kann. Encontraron algunas, pero muy pocas, por eso intentaron evitar con la violencia la celebración del referéndum del domingo. Also ein paar Urnen, ein paar Materialien haben sie gefunden, viele aber eben auch nicht, und deswegen war dann ihr nächster Schritt zur nackten Gewalt zu greifen am Tag des Referendums. El referéndum fue convocado por parte del gobierno catalán, que lo forman la derecha y la socialdemocracia independentistas. Das Referendum hatte die katalanische Regierung einberufen, die damals eben Sozialdemokratie und Rechte waren. Aber in Katalonien sind sowohl auch die Rechten als auch die Sozialdemokratie für die Unabhängigkeit gewesen damals. Pero lo organizó el pueblo, fue un movimiento de base. Aber wer es organisiert hat, waren die Massen von unten, der Referendum. Se formaron organismos populares, los
comités de defensa del referéndum, que luego fueron comités de defensa de la República, impulsados por los compañeros y compañeras de la CUP, la organización independentista en Cataluña. Und es wurden so eine Art Räte zur Verteidigung des Referendums geschaffen, die sind dann später in, zu Räten zur Verteidigung der Republik geworden und sie wurden von und wurden eben von der CUP oder von Aktivistinnen und Aktivisten der CUP besonders getragen, also die links-nationalistische Partei. Pero el gobierno catalán quería cancelar el referéndum porque no quería enfrentarse al Estado. Und die katalanische Regierung hat aber das Referendum doch noch kurzfristig absagen wollen, weil sie sich eben nicht mit dem spanischen Staat nicht wirklich anlegen wollte. Pero centenares de miles de personas sí que queríamos. Aber wir, Hunderttausende in Katalonien, wollten es doch und haben es dann doch auch weitergeführt. Ocupaban los colegios electorales del viernes. Wir waren seit dem Freitag in den Wahlstellen, in den Wahllokalen. Defendimos los colegios electorales para que, con nuestros cuerpos, para que se pudiese votar. Haben die Wahlunterlagen physisch mit unseren Körpern auch blockiert und verteidigt, damit eben das Referendum Sonntag durchgeführt werden könne. Cuando la policía lograba cerrar algún centro, la gente se iba a otro centro de voto para protegerlo. Und wenn ein Wahllokal geschlossen wurde von der Polizei, dann gingen die Leute, die da bisher waren, zum nächsten, um das umso stärker zu verteidigen gegen die Polizei. El pueblo organizado venció al Estado. Und das organisierte Volk hat die Staatsmacht besiegt an diesem Tag. La mayoría de centros. Así la mayoría de centros de colegios electorales se quedaron abiertos. Denn mehr als die Hälfte der von unten organisierten Wahllokale konnten weiter offen bleiben. Y 2,2 millones de personas votaron en este referéndum, más de 2 millones de votos a favor de la independencia. Und von den 2,2 Millionen, die abgestimmt haben, waren mehr als 2 Millionen für die Unabhängigkeit. Esta es una cifra muy importante, teniendo en cuenta que el censo electoral de Cataluña es de 5 millones y medio y que muchísima gente se vio afectada por la violencia policial y tuvo miedo incluso. Und diese Zahl, also ungefähr 40% Wahlbeteiligung, noch beeindruckender, wenn man überlegt, dass also die von den 5,5 Millionen, die registriert sind, ja auch sehr, sehr viele gar nicht zu ihren Wahllokalen gehen konnten und das auch Repressionen gab im Vorfeld. Después de más de 100 heridos, el día 3 de octubre se convocó una huelga general contra la represión. Und es gab eben über den Tag der Demonstration 100 Verletzte und dahingehend auch wurde für den 3. Oktober ein Generalstreik in Katalonien gegen Repression einberufen. Una huelga general histórica y participaron tanto independentistas como no independentistas. Und an diesem historischen Generalstreik haben dann sowohl für als auch gegen die Unabhängigkeit, Quatsch, haben Leute teilgenommen, sowohl von denen, die für die Unabhängigkeit waren, als auch für die, die eigentlich nicht für die Unabhängigkeit waren. El 9 de octubre y el 3 de octubre el movimiento atacó dos pilares básicos del sistema capitalista. Das heißt, am 1. Oktober und am 3. Oktober wurden zwei der Grundpfeiler des kapitalistischen Systems angegriffen. Los cuerpos represivos. Die ja, organisierten Einheiten bewaffneter Repression. Y el poder económico. Und die wirtschaftlichen Mann. Por eso los empresarios catalanes se incorporaron a la campaña del miedo junto con la burguesía española para boicotear, incluso económicamente. Und also die katalanischen Kapitalisten haben sich dann eben dieser Angst- und Boykottkampagne der spanischen Burguesie angeschlossen. Also die spanischen, im Rest des spanischen Staates haben die Unternehmen gesagt, ja, wir boykottieren jetzt die Wirtschafts De ahí se pone el inicio de una situación revolucionaria. Und insofern ist eine revolutionäre Situation entstanden. Con decenas de manifestaciones, huelgas generales. Es gab Dutzende von Großdemonstrationen und Generalstreiks. Pero existe una contradicción. Aber es gab, oder es gibt immer noch Widersprüche. Hay una fuerza en el movimiento brutal para derribar toda la ofensiva del Estado y construir una república catalana para el pueblo. Es gibt eine also starke Tendenzen in der Bewegung, den spanischen Staat zu besiegen und eine katalanische Republik zu erschaffen. Pero los viejos independentistas o quieren frenar la lucha en las calles y capitular ante el Estado, como la derecha catalana y la socialdemocracia independentista. Aber die jetzigen Führer der Unabhängigkeitsbewegung
wollen den Kampf in den Straßen eigentlich eher abwürgen und vor dem spanischen Staat kapitulieren. Das trifft zu auf. Also die Rechte und die Sozialdemokratie in Katalonien nehmen diese Position gerade ein. O bien quieren hacer eso, o bien carecen un plan de lucha para vencer como los dirigentes de la CUP. Oder haben eben keinen wirklichen Plan, wie man zu einem Sieg im Kampf kommen kann, wie es die CUP-Führung hat oder nicht hat. El 21 de diciembre el Estado español convocó elecciones en Cataluña. Für den 21. Dezember hatte dann der spanische Staat Wahlen in Katalonien einberufen. Y el Estado desató una campaña del miedo para conseguir una mayoría alternativa al independentismo después de que las fuerzas independentistas aceptaran la celebración de estas elecciones. Und die spanische Regierung, die Unabhängigkeit, die im Prinzip für die Unabhängigkeit war, hat eben diese Wahl akzeptiert für den 21. Dezember. Und dann gab es eine riesen Angstkampagne seitens des Spanischen, um eben eine Mehrheit zu erreichen in den katalanischen Wahlen, die nicht für eine Unabhängigkeit gewesen wären. Pero el Estado no lo consiguió y volvió a ganar el independentismo por mayoría absoluta. Aber das ist dem spanischen Staat nicht gelungen, denn auch in diesen Wahlen hatten die Kräfte, die für eine Unabhängigkeit Kataloniens waren, die absolute Mehrheit. Se volvió a demostrar la disposición de la gente a luchar. Der Wille des Volkes, eben zu kämpfen, hat sich also auch einmal gezeigt. Los resultados de Podemos Izquierda Unida fueron muy malos porque equiparaban la represión del Estado a un movimiento a favor de la República. Die Wahlergebnisse sowohl von Podemos als auch von der Izquierda Unida waren sehr schlecht, weil sie praktisch keinen Unterschied gemacht haben zwischen der Rettung des spanischen Staates und den bürgerlichen Unabhängigkeitskräften. Han querido quedarse en medio. Haben versucht, eine Mittelposition einzunehmen. Su problema no es que no independentistas. Aber das Problem ist nicht, dass sie nicht für die Unabhängigkeit sind, sino que su problema es que no saben explicar cómo acabar con las injusticias si a veces tenemos que respetar las leyes que aseguran que haya estas injusticias. Sondern sie können eben nicht erklären, wie man gegen die Repression sich wirksam wehren soll, wenn man gleichzeitig die Gesetze des spanischen Staates, die ja ein Teil dieser Ungerechtigkeiten sind, beachtet. Por otro lado, los resultados de la CUP también fueron malos porque su dirección ha sido un anexo y ha seguido a todos los planteamientos del PDeCAT y Izquierda Republicana de Cataluña, que son las organizaciones de la derecha y la socialdemocracia. Aber auch die CUP, also die linken Nationalisten, haben keine guten Wahlergebnisse gehabt, weil sie sich eigentlich nur an den bürgerlichen Unabhängigkeitsparteien organisiert haben. Orientiert haben. No ha impulsado un programa de independencia de clase ni ha jugado un papel independiente. Und sie haben also kein klassenbasiertes Programm für die Unabhängigkeit entworfen. Ya ha habido un voto útil hacia las dos formaciones tradicionales de la socialdemocracia y de la derecha, pero eso no significa un giro a la derecha, sino todo lo contrario, porque estas dos formaciones se han opuesto con claridad al Estado. Und es gab also sozusagen eine Wahlabstimmung des kleineren Übels für Sozialdemokratie und die katalanische Rechte, das aber eben auch keinen großen Rechtsschwenk bedeutet, sondern ganz im Gegenteil. Está claro que la situación actual del Estado no se va a echar atrás y no va a aceptar los resultados del 21 de diciembre. Aber es ist klar, dass die aktuelle Situation nicht andauern kann und dass die Wahlergebnisse vom 21. Dezember nicht dauerhaft akzeptiert werden in Katalonien. El Estado quiere dar una lección a todos los pueblos que se levantan contra las injusticias. Und auch vom spanischen Staat nicht. Also der spanische Staat will ein klares Signal setzen für all die Völker auf seinem Territorium, die sich gegen Ungerechtigkeiten wehren. Por eso ahora el Estado está aumentando la represión fuera de Cataluña, deteniendo por ejemplo a raperos que cantan contra la monarquía. Und also auch im Rest des spanischen Staates wird jetzt die Repression erhöht und zum Beispiel werden Rapper, die monarchiekritische Texte machen, auch verhaftet. Y por eso también los gobiernos europeos se callan ante la situación del Estado español. Und der Rest der europäischen Regierungen ja, sagt eben auch nichts oder macht auch nichts gegen die höhere der Repression in Spanien. La Universidad Nacional e Internacional quiere humillar al pueblo de Cataluña para humillar a todos los pueblos que quieren luchar contra las injusticias. Also sowohl die nationale als auch die internationale Bourgeoisie wollen eben dem katalonischen Volk eine Lektion erteilen, damit auch andere Völker, die nach Unabhängigkeit streben, sehen sozusagen, was ihnen blüht. Como dice, y además con un mensaje muy claro, como hicieron
con el pueblo griego. Si lucháis, estaréis peor. Wie es eben auch schon den Griechen vorgeführt oder durchgezogen wurde, wenn ihr kämpft, dann wird es euch noch schlechter gehen danach. La lucha es el único camino. Cuando no ha habido movilizaciones, ha sido cuando la represión ha sido más fuerte. Aber kämpfen ist der einzige Weg. Also immer wenn es eine Bewegung ohne größere Mobilisierung gegeben hat, dann gab es auch noch stärkere Repressionen. Desde el Sindicato de Estudiantes hemos impulsado movilizaciones, tanto en septiembre como en octubre, sacando centenares de miles de estudiantes a las calles y defendiendo un plan de lucha conjunto de estudiantes y trabajadores. Und wir von der Schülerinnen und Schülergewerkschaft haben die Großbewegung angestoßen eigentlich, indem wir zu Schülerstreiks aufgerufen haben am 28. September und 26. Oktober und haben jeweils Zehntausende auf die Straßen gebracht und auch schon einen Plan vorgeschlagen, wie man eben zusammen mit der also Schüler und Arbeiter zusammen für die Unabhängigkeit kämpfen kann. Desde Izquierda Revolucionaria, desde septiembre hemos sacado 8 periódicos para difundir la necesidad de luchar por una república del pueblo. Und wir haben also wir haben seit dem letzten Herbst 8 Ausgaben unserer Zeitung gebracht, die eben explizit darauf ausgerichtet waren, wie man eine katalonische Republik aufbauen kann, aber eben sozusagen von unten, vom Volk. Para convencer a más trabajadores que les da miedo, que han sufrido la campaña del miedo por parte del Estado. Um mehr Arbeiterinnen und Arbeitern zu überzeugen, die eben auch andererseits stark von der Angstkampagne des spanischen Staates betroffen waren, die davon eingestellt waren. Y señalando que la única manera de derrotar la represión del Estado es que el Movimiento de Liberación Nacional tenga una dirección revolucionaria. Und klar zu machen, dass die einzige Möglichkeit, den spanischen Staat zu besiegen, darin besteht, dass die Bewegung für nationale Befreiung eine revolutionäre Führung hat. La gente va sacando sus propias conclusiones y en 2 meses y medio vendimos 6.000 periódicos. Und also die Leute auf der Straße haben auch ihre eigenen Schlussfolgerungen gezogen und wir haben über 6.000 Zeitungen in nur 2 Monaten verkauft. Y hemos traído el último número para que le interese. Und wir haben die aktuelle Ausgabe auch dabei, falls es euch interessiert. Debido a las últimas detenciones y encarcelamientos, hemos propuesto huelga general para el próximo 26 de abril. Und also angesichts der jüngsten Verhaftungen und Repressionswelle haben wir einen Bildungsgeneralstreik aufgerufen für den jetzt kommenden 26. April. Defendemos una República Catalana como una palanca para impulsar una lucha mucho mayor por la de Cataluña. Wir sind für die katalonische Republik, aber wir sehen es auch an als ein Sprungbrett, um einen Kampf anzustoßen, der weit über den spanischen Staat auch hinausgeht. Con un enfoque internacionalista. Weil wir auch immer einen internationalen Blick haben. Porque cada vez somos más los que decimos basta. Denn wir werden immer mehr, die sagen, es reicht. Que decimos no a la represión. Nein zur Repression. No a las políticas antidemocráticas del capitalismo. Gegen die antidemokratischen Politiken des Kapitalismus. Keine Kürzung mehr im Gesundheits- und Bildungsbereich. Organisieren wir uns. Y por eso, compañeros y compañeras, und darum, Genossinnen und Genossen, la lucha en Cataluña, ist der Kampf in Katalonien, la lucha en Alemania, der Kampf in Deutschland, la lucha internacional, der internationale Kampf, dass wir uns immer weiter organisieren und stärken, siegen.